Hallo YouTube und herzlich willkommen auf EO2KTV zu einer neuen Folge von WWE 2K17 My Career. Wir sind mal wieder bei Raw angekommen, wir befinden uns im November 2018, haben heute ein Match gegen The King und eine Promo, wo wir sehr wahrscheinlich Sheamus zur Rede stellen. Die Rivalität ist ja noch nicht vorbei und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, was uns sonst noch an Matches erwartet. Wir sind auf jeden Fall im Main Event, ich wollte einen kleinen Sprachfehler, aber... Das wisst ihr ja schon, dass das manchmal so ist. So, haben wir noch Kane gegen The Miz, Big Show, Zack Ryder, Tyson Kidd, Finn Balor, Heath Slater, Curtis Axel, Stardust, Bray Wyatt, Braun Strowman gegen R-Truth und Goldust. Die gibt's gar nicht mehr. Golden Truth, Kofi Kingston gegen Baron Blade und das war's. Ja, und dann auch an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an euch Wrestling-Fans da draußen. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Wir nähern uns so langsam dem Jahresende. November hat bereits begonnen und das heißt, der Royal Rumble ist auch... bald, ja, auf dem Programm, steht bald auf dem Programm. Wir müssen sehen, dass die Fehde bald vorbei ist. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß. Wir senden heute aus Fresno. So, der Rest ist uns ja bekanntlich immer egal, was hier so passiert. Aber die Promo natürlich nicht. Ha, da ist er. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Aber wie gesagt, ich rechne fest damit, wenn es schon zur Rede stellen ist, dass Kollege Sheamus, The Celtic Warrior, gleich auf der Matte stehen wird. Ja, animieren wir die Fans. Man kann das zwar skippen, aber irgendwie stört mich dann dieser abrupte Break. Ich hatte tolle Lehrmeister, dieser Typ weiß nicht, wie das zu tun hat. Kommt mal alle runter. Ich hatte tolle Lehrmeister. Ich hatte das Glück, in meinem Leben tolle Lehrmeister zu haben. Menschen, die mir verschiedene Dinge auf verschiedene Weise beibrachten. Durch sie wurde ich der Mensch, der ich heute bin. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wer ich ohne sie wäre. Mhm. Ja, kennen wir ja noch. Mein Face-Status ist übrigens ganz unten. Nach den Geschehnissen der letzten Wochen. So, ich zeige euch Leuten einen echten Herausforderer. Ich respektiere diesen Kerl. Er hat mir so viel beigebracht. Ich warte schon lange darauf. Komm, er hat mir so viel beigebracht. Sheamus hat mir so viel beigebracht hier wie kein anderer in diesem Spiel. Es gibt da eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Er ist ebenfalls ein WWE-Superstar. Er hat in vielerlei Hinsicht gezeigt, wie man vorankommt und mir viel Wissen über dieses Geschäft vermittelt, das wir alle so lieben. Der Schüler wird zum Meister. Er wusste, wie das enden wird. Erledigen wir das. Ich bin nicht schwer zu finden. Der Schüler wird zum Meister. Die Promo ist verdammt stark. Ich habe seit unserem letzten Aufeinandertreffen viel gelernt. Ich würde ihm gern zeigen, wie viel besser ich jetzt bin. Heute Abend nimmt der Schüler seinen Platz als Meister. Und heute Abend würde ich gern gegen meinen Freund und Mentor Sheamus antreten. Das ist mal wieder hier der Realismus pur in diesem Spiel. In diesen Promos. Also da würde ich mir sehr für WWE 2K18 wünschen, dass sowas mal bearbeitet wird. Da kommt er, der Sheamus, der ehemalige Meister. Aber die Promo muss er erstmal toppen, da haben wir schon mal gut vorgelegt. Schon mal fast die Hälfte ausgefüllt. Ja komm, den skippen wir zum Ring. Das dauert sonst zu lang. Ich weiß, du meinst, du müsstest noch mit jemand unglaublich Wichtigem sprechen, aber eins kann ich dir versichern, es gibt in der WWE niemanden, der wichtiger wäre als ich. Bombenstart bei seiner Promo auf jeden Fall, wie man oben links sieht. Komm, skippen wir. Ich bin hier mitten in einer wichtigen Sache. Meinst du, das macht mich irgendwie wichtig? Du hast dich irgendwie wichtig. Du hast keine Klasse und hier nichts zu tun. Warum bist du hier draußen? Warum bist du hier draußen, Junge? Schlechte Wahl. Ja gut, eigentlich habe ich ihn ja rausgerufen. Deswegen. Oh Junge, schon geht's los. Ich weiß, ich werde das noch bedauern. Das WWE-Universum sicher auch. Leute, ich entschuldige mich schon mal im Voraus hierfür, aber ich werde weitermachen. Dein Spiel mitspielen, fragen, warum du hier draußen bist und was du willst. So schnell geht's eigentlich wieder mal diese, diese zusammenhanglosen Sätze. Aber was soll's. Ihr Leute müsst lernen, dass ihr euch vor mir zu verbeugen habt. So wie es sich für Untertanen gehört. Das gilt auch für dich. Du solltest mit der angemessen mir den angemessenen Respekt zollen, den ein Mann von meinem höher gestellten Status verdient hat. Bist du nur das Spielzeug von der Authority? Bist du verrückt? Ich verbeuge mich nicht. Übernimm Verantwortung für deine Karriere. Niemand in der WWE ist höher gestellt. Bist du verrückt? Ich verbeuge mich nicht.
Ach du Scheiße, geht mal die Promo ordentlich runter. Du bist verrückt. Wenn du meinst, ich verbeuge mich vor dir, eigentlich solltest du dich vor mir verbeugen. Alle wissen, dass ich der beste Allrounder Superstar in der WWE bin und es gibt nichts, was du oder das WWE-Universum dagegen tun können. Ja, schön. Hier die Promo mal runter. Ach, da haut dir sowas raus. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du hast Angst. Ich glaube, all dieses Gerede ist nur ein Versuch, die Leute davon abzulenken. Es ist eine Maske, die du trägst, damit die Leute nicht die Angst in deinem Gesicht sehen. Aber ich sehe sie, ich rieche sie. Und du hast auch jeden Grund, Angst zu haben, weil ich dir dein Leben zur Hölle machen werde. Ich bin einfach nicht in der Stimmung. Wir können das jederzeit machen. Du hast gar nicht genug auf dem Kasten. Entspann dich mal, komm. Du hast gar nicht genug auf dem Kasten. Aber warum geht denn meine Promo jetzt so runter, ey? Das ist doch behindert. Ich bin mir nicht sicher, ob du das überhaupt merkst, aber in der WWE braucht man mehr als eine große Klappe und du magst zwar die größte Klappe hier haben, aber du hast ansonsten nicht genug auf dem Kasten, um das hier auf Dauer durchzustehen. Also warum gehst du nicht hinter die Bühne und kühlst dich mal ab? Ja geil, da hat er mich überholt noch in der Promo. Weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist? Du kommst hier raus und bettelst um Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hingegen komme hier raus und nehme mir beides, ob es den Leuten gefällt oder nicht. Komm, jetzt muss ich was zünden hier. Dein Zweck und Versuch wirken verzweifelt. Ich weiß nicht, was peinlich ist. Trinken wir was und reden über alles. Du misst dich wie ein verzogener Bengel. Deine zwecklosen Versuche klingen verzweifelt. Ja, geil. Bitte, deine zwecklosen Versuche, mich wütend zu machen, wirken verzweifelt und sind unübersehbar. Du wirst heute keinen Kampf gegen mich kriegen. Nichts, was du sagst, kann das ändern. Also finde dich damit ab. Ach, geh mir weg, ey. Ist klar, dass du mich in der Promo geholt. Es scheint, als hättest du viel Angst, um gegen mich anzutreten. Und das kann ich durchaus verstehen. Ich meine, ich würde an deiner Stelle ganz sicher nicht mit mir in den Ring steigen wollen, wenn ich wüsste, wozu ich alles fähig bin. Du bist genau wie alle anderen und hast Angst, dich mir zu stellen. Also lauf weg, Kleiner. Aber eines Tages wirst du nicht mehr vor den Schlägen weglaufen können, die du dir verdient hast. Ja geil, schön die Promo verloren, aber wir führen ja in der Rivalität noch deutlich. Well, as we move along, don't you go anywhere, because we have more WWE action coming up next. It'll be tough for the next match to be as good. Yo, dann kommen wir zum Main Event gegen The King. Ich glaube, der Luki ist das. Now don't go anywhere. We have a classic coming up. I'm not going anywhere. Jo, dann schauen wir doch mal. Kommen wir logischerweise als erster zum Ring, aber das skippen, weil das interessiert uns mich nicht. Das kennen wir ja alles schon. Hat schon ein bisschen was vom Spider-Man hier, der Luki. Komm hier, direkt mal mit. Immer so mein realistischer Beginn. Gegner erstmal so obligatorisch in den Ring schmeißen, in den Pfosten reinhauen, ins Turnbuckle. Oh, der erste Einroller. Geht das gut? Eins. Ah, er kommt da raus. Er kommt raus. Oh, das wird nix. Das wird doch was. Oh, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. Guck mal, was fliegen dabei. Mal schön hier jedes Körperteil bearbeiten. Ah, da kommt der Reversal. Aber von uns auch. Nein, von ihm auch, DDT. Müssen wir aber gekontert haben, jawohl. So, da haben wir den ersten Signature. Den wir natürlich auch sofort mal einsetzen. Wenn wir ihn schon haben. Müssen wir den Fans hier feiern. Also ich kriege ja so oft geschrieben hier von euch, ich soll doch mal meine Moves ändern oder meine Signature. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, aber vielleicht die Leute, die hier neu sind auf meinem Channel. Ach, scheiße. Und zwar das, was ich an Finishern habe als Signature. Das sind quasi so, Moves,
als ja, Erinnerung. Hier zum Beispiel, ich habe den, wie eben gesehen habe, den Running Power Slam. Das ist zum Beispiel von British Bulldog Davy Boy Smith, der meiner Meinung nach eine, ja, die Tag-Team-Szene ziemlich geprägt hat und mittlerweile eigentlich schon längst hätte in die Hall of Fame aufgenommen werden müssen, wenn man sieht, was da teilweise für Dödel reingenommen werden. Also klar, ich habe Respekt vor allen, die da reingenommen werden, außer jetzt vielleicht so für Donald Trump oder so, der überhaupt nichts mit der WWE großartig als Wrestler zu tun hatte. So, ach scheiße. Ja gut, da habe ich schon mal den Running Power. Also das ist auf jeden Fall British Bulldog. Dann habe ich ja noch den Spear. Das ist nicht an Roman Reigns erinnert. Das ist an Edge erinnert. Und Edge ist wirklich mein Lieblingswrestler der letzten Jahre gewesen. Und den habe ich noch vor CM Punk sogar gesehen. Und ja, deswegen sehr bedauerlich, dass Edge damals wegen seinem Rücken aufhören musste. Was habe ich denn noch für einen Move? Achso, den Frog Splash natürlich. Eddie Guerrero, darf man auch nicht vergessen, viel zu früh von uns gegangen. Einfach so Sachen, die möchte ich nicht ändern, weil wie gesagt, für mich haben sie eine enorme Wrestling-Zeit geprägt. Ich habe ja zum Beispiel auch hier den Fisherman Suplex, das ist zum Beispiel Mr. Perfect, Kurt Hennig, den werden wahrscheinlich nicht mehr so viele von euch kennen, aber auf jeden Fall einer der besten Wrestler, die ich jemals ja, im TV gesehen habe. Und dem ich auch lange begleitet hat. Damals in der WWF, die heutige WWE, habe ich ihn beim King of the Ring 93 das erste Mal gesehen. Dann war er bei WrestleMania 10, das war meine erste WrestleMania. Da war er der Special Referee beim Match zwischen Yokozuna und Lex Luger. Dann später ist er in die WCW gegangen, wo er dann unter seinem richtigen Namen Kurt Hennig angetreten ist. War bei den Four Horsemen, dann ist er zur NWO rüber. Also es ist schon echt extrem gewesen. Wobei ich aber finde, der wurde in der WCW völlig unter Wert verkauft. So, kriegen wir den da hoch. Bam. Ja, 4 Sterne haben wir, aber ich glaube, viel brauchen wir gar nicht mehr machen. Der wird schon gleich kaputt sein, der gute King. Würde ich sagen, Delete und Viva la Raza. Nein, er reverselt das, der Hund. Er reverselt es, das gibt's ja gar nicht. Unfassbar. Und vor allem hat er jetzt einen Finisher. Na gut, dann dauert das Match halt doch noch ein bisschen länger. Ah, da ist der Reversal. Da ist er von uns. Running Power Slam. Lilaner Oberkörper. So. Jetzt aber. Das wird mir gezeigt. 4,5 Sterne haben wir. 1, 2. Er kommt raus. Wieso kommt der bitte da raus? Der hat nicht mal den Finisher verschwendet. Okay, der Kopf ist orange, aber ein erstellter Wrestler? Das ist schon erstaunlich. Ist einer hier von den Abonnenten. Also ist jetzt kein Brock Lesnar oder so, sage ich mal. Nein! Ah, rausgeschmissen hier. Was ist los da draußen, ne? Und der Roll-In. Jawohl, ja, so muss man erstmal ein Match gewinnen.
Na, war doch ganz nett. Was haben wir denn so für Highlights hier? Spear. Ah, der. Da waren schon ein paar Highlights dabei. Großes Drama. So, Face-Status ist ein bisschen hochgegangen. Damit können wir leben. Machen dein Match zwei Finisher. Jo, und das war's heute mit Raw. Dann schauen wir uns mal an, was euch morgen, beziehungsweise uns morgen um 12 Uhr bei SmackDown erwartet. Jo, ein Match gegen Neville macht Sinn. In der Rangliste müsste er ein Nachbar von uns sein. Ist er auf Platz 6? Nö. Neville ist 7. Was macht eigentlich Seth Rollins hier in der Liste? Aber gut. Sollen keine Fragen stellen. Wir kennen das Spiel mit Trailer. Leute, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare. Kommt auf dem Discord-Channel vorbei. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich bin an dieser Stelle raus. Solltet ihr noch kein Abonnent sein, würde ich mich natürlich auch selbstverständlich über ein Abo freuen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis morgen und ciao.